Gloria Gray, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir jetzt die nächsten 45 Minuten zusammen verbringen. Was mich natürlich bei Ihnen am meisten interessiert ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau? Wissen Sie das tatsächlich nicht? Ich denke, dass Sie da mit am kompetentesten was drüber sagen können. Oh, Sie steigen ja heftig ein. Der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also das ist wie schwarz und weiß. Es gibt nicht nur Mann und Frau. Es gibt sehr, sehr viel dazwischen. Wenn man denkt an die ganzen Graustufen, ja, dazwischen. Also so ganz klar ist es in meinen Augen nicht. Klar, es gibt klar männlich und klar weiblich. Hier sehe ich klar einen Mann, hier sehe ich klar eine Frau. Und man sieht auch klar den Unterschied, würde ich jetzt mal meinen. Ist es für Sie immer leicht, sozusagen in der Aufmachung, in der Sie jetzt hier auftreten, durch München zu gehen? Naja, leicht. Sie meinen jetzt speziell das Dirndl oder grundsätzlich so gestylt, wie ich jetzt bin? Grundsätzlich so gestylt, wie Sie jetzt sind. Heute bin ich besonders aufgedomt, hergehübscht, eben für dieses Interview. Hab ganz hohe Absätze an, 12 cm und eben auffällig gestylt, geschminkt. Das mache ich sonst nicht. Dann ist das Ganze auch unauffälliger, dann kann ich auch eher untertauchen. Aber so wird es mir nicht leicht fallen, durch die Stadt oder hier durch Schwabing zu gehen, ohne dass sich die Leute umdrehen. Allein schon durch meine Größe. Ich meine, ich bin 1,82 und komme dann aufgestylt auf 1,95. Ich sehe jetzt da im Hintergrund ein Bodyguard, mit dem Sie hier sind. Warum müssen Sie mit einem Bodyguard durch München gehen? Also wenn ich öffentlich als Gloria Gray unterwegs bin, kann ich gar nicht darauf verzichten, weil die Leute neugierig sind auf mich. Bei Events wird oft getrunken auch und dann werden die Leute leider, manchmal nicht alle, aber viele, hemmungslos. Und manche gehen richtig auf mich los, nicht nur verbal, die fangen dann auch schon mal an zu grapschen und ganz unangenehm und aufdringlich zu werden. Und seit ein paar Jahren habe ich grundsätzlich, wenn ich öffentlich unterwegs bin, Security dabei, zu meiner Sicherheit. Es gibt genügend Verrückte da draußen. Wir können uns schon darüber unterhalten, wie das bei Ihnen war, als Sie noch ein Kind waren. Da sind, ja. sind Sie ein Junge gewesen. Auch ich war mal ein Kind. Ich habe mich als Mädchen empfunden, aber biologisch war ich, ja, ich nenne es jetzt mal Junge, ja. Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie im falschen Körper sind oder dass Sie doch lieber ein Mädchen wären? Schon sehr früh, eigentlich soweit ich zurückdenken kann. Sprich, mit 4 bis 5 Jahren war mir das schon bewusst und da war der Wunsch ganz klar da, ich möchte Mädchen, ein richtiges Mädchen sein. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, da sieht man mich, das war Weihnachten, da war ich gerade mal 5 Jahre alt und da habe ich mir, um den weiblichen Look zu vervollständigen, schöne, lange, blonde Haare gewünscht. Das, was ich heutzutage habe. Und man sieht, ich bin ein kleines Kind, habe Steiftiere, habe ich mir gewünscht, bin auf dem Schaukelpferd und eben zur Vollständigung diese langen Haare. Da habe ich mich wie ein Mädchen gefühlt. Also da kann ich es tatsächlich anhand des Fotos belegen, dass es schon so lange da ist. Ist auch genau so. Und ab wann haben Sie mit Ihren Eltern zum Beispiel darüber gesprochen? Wann sind Sie zu Ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich glaube, ich bin anders als die anderen? Leider viel zu spät. Ich habe das sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Eigentlich bis ich volljährig war. Da war ich dann schon 18, bin erst ins Ausland geflüchtet und habe mich meiner Schwester anvertraut, mit der darüber gesprochen. Die lebt in den USA. Ich habe dann in Kanada gelebt, in Montreal, und dann haben wir es gemeinsam unseren Eltern beigebracht. Ich hatte eine riesen Angst vor meinem Auto. Ich komme ja aus dem Bayerischen Wald, bin dort geboren und aufgewachsen und ziemlich früh weg, weil ich wusste, was ich zu tun habe, nämlich eben diese geschlechtsangleichende Operation durchzuziehen. Und ich habe mit niemandem darüber gesprochen, im Gegenteil, ich habe mich verstellt, versucht, das zu unterdrücken, weil ich meine, es ist ja doch ein paar Jahre her, damals auf dem Land. Es wird heute noch nicht viel anders sein. Trau dich da mal anders sein. Also ich wurde unter anderem mit Steinen beschmissen von anderen Kindern, weil die natürlich das merken. Kinder untereinander sagen ja, was sie denken, machen, was sie machen wollen. Also so gesehen war meine Kindheit nicht schön. Ich hatte eine schöne Kindheit, was das Elternhaus angeht, die Familie. Aber nachdem ich mit mir selbst sehr unglücklich war, möchte ich es nicht nochmal erleben. Und wer war da sozusagen dann der Anstoß, dass Sie überhaupt davon erfahren haben, dass man sein Geschlecht verändern kann? Damals, mein Gott, da war ich ganz, ganz kleines Mädchen.
habe ich irgendwann von Amanda Lear gehört und Romy Haag, mit denen ich mittlerweile sogar schon gearbeitet habe. Also ich habe diese beiden Idole tatsächlich früher oder später kennengelernt. Und da waren es nur Gerüchte. Und es war für mich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aha, das ist möglich. Ich habe auch gehört von einer gewissen Coccinelle, die schon Ende der 50er Jahre in Casablanca diese angleichende Operation hatte. Also ich wusste, ich bin nicht die Einzige auf der Welt. Das dachte ich ja eine Zeit lang. Und habe gesehen, es gibt einen Weg, sprich einen Ausweg. Naja, und diesen Weg bin ich dann gegangen. Und nochmal zurück, als Sie Junge waren, da mussten Sie ja auch als Junge funktionieren. Die Freunde haben ja irgendwie erwartet, dass Sie, also gerade wenn man dann in die Pubertät kommt, ein gewisses Verhalten auch Mädchen gegenüber an den Tag legt. Wie war das damals für Sie? Ja, genau so. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel eine Zeit lang mitgespielt, wie ich schon sagte. Da, glaube ich, hatte ich die beste Ausbildung, was Schauspiel angeht. Ich war ja als Erwachsene später dann auf der Schauspielschule, aber nachdem ich eigentlich 17, 18 Jahre lang spielen musste, fiel mir das sehr leicht, mich zu verstellen, mich in eine andere Rolle hinein zu versetzen. Ich habe das mitgespielt und habe mich dann irgendwann zurückgezogen. Da war ich halt eigenbrödlerisch, Einzelgänger und hatte auch eigentlich auch nicht das Leben, was andere Teenies in dem Alter hatten, sprich eine erste Beziehung oder mal Händchen weisend, Händchen halten, da durchs Leben gehen mit 14, 15, das erste Verliebtsein. Das gab es für mich nicht, auch nichts Intimes, weil ich es nicht wollte. Und zu dem Prozess, sich dann in ein anderes Geschlecht zu verwandeln, gehört ja dann auch eine Hormonbehandlung. Damit fängt's an. Die ist ja auch gar nicht so leicht psychisch zu verkraften. Gar nicht. Also wenn man sich diesen Beipackzettel anschaut mit 11 Millionen Nebenwirkungen, überlegt man sich das schon ganz gut. Aber man hat keine andere Wahl. Und ich war immer schon sehr konsequent und sehr zielstrebig und habe die meisten meiner Ziele erreicht und wusste ich, okay, auch wenn ich da vielleicht jetzt die eine oder andere Nebenwirkung bekomme, ich probiere es aus. Und damit ging es los mit Hormonbehandlungen. Und es geht nicht nur körperlich, merkt man das, also von wegen, dass der Körper Wasser sammelt, dass man Übergewicht bekommt, dazu neigt, Thrombose, alles, Krampfadern, das ganze große Programm ist mit dabei, wird mitgeliefert. Auch die Psyche, also mit Depressionen und so weiter. Wobei, die hat man ja in dem Fall sowieso. Ja, man hat ja immer sich zu kämpfen, solange man nicht eins ist, man ist ja nicht stimmig. Man fühlt sich wirklich sehr zerrissen und alles andere als stimmig. Und wie war jetzt der Prozess? Nach der Hormonbehandlung sind Sie dann irgendwann in ein Krankenhaus gegangen und haben sich dort operieren lassen? Ja, aber man kann nicht einfach in ein Krankenhaus gehen. Das dürfte kein Arzt auf dieser Welt machen. Man braucht eine psychologische Betreuung. Haben Sie es in Deutschland machen lassen? Die Betreuung oder die OP? Die Operation. In Kanada. Aber die Betreuung hatte ich hier schon 2 Jahre. Das nennt sich Alltagstest. Da musst du dann als Frau leben und nicht nur nachts mal so weggehen, sondern auch tagsüber. Ja, den musst du bestehen, sprich nach Möglichkeit Arbeit finden. Und dann, wenn man diese Atteste bekommt, dann kriegt man auch eine Namensänderung. Und dann kann man zum Arzt deiner Wahl gehen. So. Und wann haben Sie sich dann zum ersten Mal richtig hundertprozentig als Frau gefühlt? Nach der OP, als ich aufgewacht bin. Ich wusste zwar noch nicht, wie das Ergebnis sein wird, aber das habe ich ziemlich schnell rausgefunden. Dann habe ich mich vollwertig gefühlt. Haben Sie einen Freund? Ja, habe ich. Ich hatte schon mehrere, aber es gibt auch einen aktuellen, um nicht zu sagen Verlobten. Und wir hatten vor zu heiraten, eigentlich dieses Jahr im Mai. Können Sie darüber sprechen, wie Sie den kennengelernt haben? Sie müssen sich ja dann auch irgendwie erklärt haben. Wie hat das stattgefunden? Den kenne ich schon sehr, sehr lange und der wusste auch sehr früh von meiner Geschichte, von meiner Lebensgeschichte. Also da musste ich mich nicht mehr erklären. Der hat mich als Mensch kennen und lieben gelernt. Also musste ich mich nicht mehr erklären. Und weil Sie sagen, Sie haben andere Beziehungen auch gehabt, war das immer so leicht? Nein, es war nicht immer so leicht. Wenn man jemanden kennenlernt oder sich verliebt, muss man nicht immer gleich
alles erzählen, oder? Man muss ja nicht gleich hausieren gehen mit der Lebensgeschichte. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich mit jemandem zusammen war über ein paar Monate und dann kam die Sache erst auf den Tisch, weil er von irgendwelchen anderen gehört hat, dass ich die und die Vergangenheit hätte. Und dann wird es kompliziert. Und ich habe daraus gelernt und ich habe gemerkt, wenn es so ist, dass ich mich verliebe und von der anderen Seite auch wirklich was da ist, eine Substanz, dann muss ich es früh genug dem beibringen. Ansonsten wäre es nicht fair, wenn man schon so weit ist und dann zu sagen, hör zu, ich habe dir da was zu beichten. Das geht sehr oft schief. Lass uns noch mal über Ihre Eltern sprechen. Als Sie dann vom Jungen zur Frau wurden, wie sind denn die da damit umgegangen? Zumal, wie Sie auch schon gesagt haben, Sie in einem sehr kleinen bayerischen Ort leben und da sind Sie auch aufgewachsen. Ja, in Zwiesel, 10.000 Seelengemeinde, brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären. Das kann man sich vorstellen, was da passiert oder nicht passiert. Ich hatte riesen Schiss, meinen Eltern das beizubringen und die Reaktion meiner Eltern war so phänomenal, so sensationell, und da bin ich heutzutage noch dankbar für. Wie wir ihnen das gesagt haben, per Telefon, es war ja USA, hat meine Mutter gesagt, egal was ist, du bist unser Kind. Und war das überhaupt kein Thema mehr. Und am meisten positiv überrascht hat mich mein Vater, vor dem ich eigentlich die meiste Angst hatte. Ich hatte eine riesen Angst. Ich meine, ich war der einzige Junge. Ich habe noch eine Schwester und dann diese Geschichte. Und es sind einfache Leute. Und wie die damit umgegangen sind, wie tolerant und wie großzügig, also das hätte ich mir besser nicht wünschen können. Und ich wünsche es anderen Menschen, egal mit welchem Schicksal die zu hadern haben, so ein Verständnis in der Familie, also dass ein gutes Hinterland da ist. Ja. Sind Sie denn jetzt mit dem, ich nenne es mal, Ergebnis zufrieden mit sich selber, so wie Sie jetzt hier erscheinen? Sehr. Das, was ich sehe, das gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Warum? Warum ich mich wohlfühle? Weil ich stimmig bin. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin das, was ich schon immer sein wollte, was ich schon in meiner Kindheit nur im Spiegel gesehen habe, ist wahr geworden. Ein Traum ist wahr geworden, kann man so sagen. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die Sie erlernen mussten als Frau, von denen Sie vorher nicht wissen, wie sie funktionieren und die Sie eben richtig erlernen mussten? Körperliche Sachen, ganz klar, aber von wegen ansonsten, wie benimmt sich eine Frau, wie geht sie? Ich meine, jede Frau geht anders, jede Frau sieht anders aus, sie kommen nicht aus einer Form raus, ja. Es hat was mit Manieren auch zu tun, mit Erziehung, mit Anstand und man beobachtet ja sehr viel und gerade als Jugendlicher oder als Kind lernst du ja von den anderen. Also ich wusste schon genau, wie ich werden wollte. Und das habe ich mir wahrscheinlich so einverleibt und habe es dann auch so gelebt gleich. Man sagt ja immer, dass Frauen ein bisschen zickiger sind als Männer. Haben Sie bei sich festgestellt, dass Sie in diesem Prozess zickiger geworden sind? Na ja, ich bin schon ab und zu auch gerne zickig und gelte als schwierig. Das ist okay. Das ist wahrscheinlich Teil meiner Charaktereigenschaft. Also das war ich wahrscheinlich schon immer und werde es wahrscheinlich auch immer bleiben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie von anderen Frauen als Frau akzeptiert werden? Unterschiedlich. Da müsste man jetzt die anderen Frauen fragen. Von den meisten ja. Und die, die nicht akzeptieren, die haben auch keinen Horizont. Und mit denen möchte ich mich auch nicht befassen. Wie erleben Sie das? Wie erleben Sie Frauen, die Sie nicht akzeptieren? Ja, das reichen oft schon Blicke. Ja, oder was sie halt sagen. Also ich meine, da wird keine ausfällig. Oder das hat aber auch mit deren Lebenserfahrung was zu tun, ob die schon über den Tellerrand hinausgeschaut hat oder nicht, ja, im Umgang mit anderen Menschen. Also ich habe keine Lust, mich vor irgendeiner Frau oder einem Mann zu erklären. Ich mache das jetzt hier für München TV, für Sie, auch für andere Gleichgesinnte, die den gleichen Weg gehen wollen. Für mich brauche ich es nicht mehr machen. Ich weiß ja um mich und meine Person, um auch aufzuklären und um für mehr Verständnis zu sorgen, dass die Leute mehr verstehen. Aber grundsätzlich habe ich keine Lust und auch kein Interesse, mich zu erklären oder zu beweisen oder bestätigen. Das war bis hierhin sehr interessant. Sie sind jemand, der sehr aufs Äußere achtet, der sehr viel auf Schminke Wert legt. Und wir wollen jetzt gemeinsam einmal zuschauen, wie Gloria Gray sich noch weiter verschönert. Ja, wir gehen jetzt zu Jens Schleif, einem guten Visagisten. Der wird mir jetzt ein schickes Show-Make-up verpassen.